Es ist der 24. März 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wie gestern auch machen wir heute wieder eine Vorortausgabe von der Subscribe 10. Dieses Mal in Köln. Und die Runde ist ergänzt und vergrößert. Neben mir steht der Lars, wie immer. Hallo Lars. Ja, hallo Martin. Hallo in die Runde. Bist du laut genug? Machen wir so ein bisschen wie in der Freakshow, noch ein bisschen pegeln während der Show, ist immer ganz gut. Und auf der anderen Seite der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Da, die Sendergärtner sind da und wir haben Besuch. Ich begrüße ganz besonders eine Podcasterin, die sich Pottfuchs nennt. Alexandra, hi. Hallo zusammen in die Runde, freut mich, dass ich hier sein darf. Und gerade schon kurz erwähnt, die Freakshow, da haben wir auch einen Teilnehmer, eine bekannte Stimme, der Roddy Podcaster Pro. Hallo. Rüdi Podcaster Pro ist da. Okay, also. Bist du Multitasking? Ich färbe auch schon schlecht ab, oder? Machen wir wie in der Freakshow. Was denn? Was haben wir nicht verstanden? Ja, du hast ja gerade gesagt, wir pegeln hier noch ein bisschen nach wie in der Freakshow, also ich färbe schon schlecht ab. Ja, genau. Normalerweise steht hier immer alles und es ist alles wunderbar vorbereitet und ich klippe auch nicht, aber okay. Aber du hast ja die Angewohnheit, dich den Gästen und Gästinnen anzupassen. Ich passe mich allen an, ich versuche mich anzupassen. Mein zweiter Name ist Chamäleon, genau. Bis man vor dem Hintergrund verschwindet. Ja, wir haben uns vorgenommen, so ein kleines bisschen Rückschau zu machen. Wir haben jetzt den Mittag des zweiten halben Tages sozusagen der Subscribe 10. Fassen wir doch mal ganz kurz zusammen, was wir gesehen und erlebt haben. Und ich würde gerne mit der Alexandra anfangen. Du bist Erstteilnehmerin dieser Veranstaltung. Bei anderen Podcast-Veranstaltungen warst du schon da. Was hat dich hier hingetrieben? Also ich hatte einfach mal wieder Lust auf eine Netzwerkveranstaltung mit verschiedenen netten Leuten, die ich ja letztes Jahr beim Podstock schon mal kennengelernt habe. Und ich brauchte auch noch ein bisschen Schwung für meine erste Nullnummer, für mein Podcast-Projekt. Was ist das für ein Projekt? Was machst du da? Der Podcast nennt sich Ankerblatt. Und es geht um das Thema Nachhaltigkeit und darum, das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln und anfassbarer zu machen. Weil ganz oft haben die Leute irgendwie so ein bisschen Berührungsängste bei dem Thema. Und ich habe mir vorgenommen, das einfach mal ganz naiv anzugehen und mit Leuten zu sprechen, die eben das gleiche Thema aufgegriffen haben in ihren Unternehmensideen oder Initiativideen und dazu verschiedene Projekte machen. Ankerblatt, habe ich das richtig verstanden? Genau, Ankerblatt. Ist das ein nautischer Begriff? Ist da irgendein Teil eines Ankers, ist das das Ankerblatt oder so? Nein, gar nicht. Das ist ein Kunstbegriff, der ist mir in den Kopf geschossen, als ich um die Alster gelaufen bin. Ich komme aus Hamburg, daher auch die Nähe so ein bisschen zum Anker. Anker, genau. Aha. Und ich möchte auch so ein bisschen diesen Podcast gestalten wie ein Seereisender, der legt an Land und guckt sich die Stadt an, wo er ist. Und diese Stadt ist eben das Thema Nachhaltigkeit. Also man geht mit offenem Blick an das Thema heran und man schaut sich alles an und tauscht sich aus. Und Blatt dann eben, weil es die ökologische Seite ist und gleichzeitig soll das Thema leicht sein, wie ein Blatt. Okay, wo kommt das her? Also ist das schon ein Thema, was dich schon jahrelang begleitet oder ist das irgendwie neu entstanden für dich? Also das erste Mal, dass ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, war auf meiner Indonesien-Reise. Also ich habe ein Semester in Indonesien verbracht. Ich glaube, auf deiner Twitter-Bio steht Weltenbummlerin, ja? Passt das dazu? Ja, genau, okay. Das passt dazu. Und da bin ich das erste Mal auf so ein Müllproblem aufmerksam geworden. Also ich war zur Regenzeit da und es war Müll aus aller Welt da. Das war total großartig, nicht? Und dann habe ich das Thema so ein bisschen mit nach Hause genommen. Und hatte lange Zeit das Gefühl, irgendwie tut sich da wenig oder ich habe einfach zu wenig Ahnung davon und habe dann letztes Jahr angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bin gleichzeitig in diese Podcast-Szene reingerutscht und dachte, irgendwie wäre das total klasse, da einen Podcast drüber zu machen. Und so ist das Projekt zustande gekommen. Wie war deine Rutsche? Wie bist du hier reingerutscht? Was war das? Meine Rutsche war ein Podcast von Tim, glaube ich. Welchem? Also, Tim Pritloff. Okay. Wo er von. Nur fürs Protokoll. Ja, natürlich, klar. Okay, jeder weiß, wer Tim ist, okay. Und er erzählte so von Podstock und dann dachte ich, ach komm, Hörerinnen treffen, finde ich ja mal ganz, ganz cool. Und bin dann einfach mal hingefahren, ohne Plan, ohne Ziel und bin mit dieser Podcast-Idee dann wiedergekommen und war dann quasi dabei. Was infiziert. Ja, total. Ist hier passiert, was allen passiert. Ja. Ein Stichpunkt noch aus deiner Twitter-Bio, Philosophin steht da noch.
Ist das dein Ausbildungsgang? Bist du diplomierte Philosophin oder wie das heute auch immer heißt, Master of Denken oder so? Was heißt Philosophin an der Stelle? Ich bin einfach ein Mensch, mit dem man sich gerne mal bei einer Flasche Wein oder einem Bier oder so hinsetzen kann und einfach mal über die Welt sprechen kann. Und ich liebe es, Themen auszubreiten und ins Kleinste zu differenzieren. Und deswegen Philosophin. Aber um Gottes Willen, nein, ich mache das nicht hauptberuflich. Okay, mit dem Wein, das müssen wir jetzt zur Mittagszeit noch ein bisschen zurückstellen. Das kriegen wir nicht hin. Aber mit dem Reden, das kriegen wir bestimmt hin. Ganz bestimmt auch mit dem Roddy. Hi Roddy, was treibt dich denn hier hin? Im Wesentlichen die Leute. Also schon jetzt alle, die hier in der Runde sind zum Beispiel, aber halt auch viele andere. Für mich ist, weiß ich nicht, Konferenzen und andere Veranstaltungen ist das Vortragsprogramm für mich immer uninteressanter geworden. Ich fahre da halt gerne wegen den Leuten hin. Und ich meine, die Community, sind wir mal ehrlich, die ist einfach so kuschelig. Da muss man einfach dabei sein. Wo er recht hat. Ja, ihr beide habt ja auch eine Verbindung, die mir vorhin beim Durchgucken erst bewusst geworden ist. Ihr habt nämlich den Hefebernd als eure gemeinsame Erfahrung sozusagen. Jetzt schauen beide etwas überrascht. Hm? Ach nein. Hefebernd ist ein Produkt aus dem Hause Roddy. Also das ist der große Hefeteig, der Pizzateig von Potsdok 2018. Genau. Und es gab ein wunderschönes Foto, was ich nicht wiedergefunden habe, wo Alexandra sozusagen den letzten Rest vom Bernd am nächsten Tag so in Brötchenform in der Hand hält und jemand hatte ihm zwei Wackelaugen aufgeklebt. Und es ist herzzerreißend. Ich muss das nochmal raussuchen. Ich erinnere mich, ja, da gab es ein Foto. Genau. Er war aber ein Punk. Er hatte ja noch Haare veganen richtig. Eiern oder aus so einer veganen Masse, die Eiersatz war. Und dann hatte er noch so eine Paprika, diesen roten Streifen. Ein Irokese sozusagen. Ja, genau. Das war mit Liebe zum Detail jahrelange Handarbeit. Okay. Ich glaube, am meisten so rein technisch mitgenommen hast du tatsächlich, Alexander. Ich habe dich jetzt hier über mehrere Stunden oder gestern, heute sitzen sehen mit Rekorder und Headset. Hast du dir da irgendwelche, du hast diese Heim C660, genau. Ralf Stockmann Gedächtnis-Headset. Hast du da jetzt irgendwie technische Veränderungen vorgenommen? Hier ist ja dieses Einlöten von Widerständen oder so immer in aller Munde. Hast du das gemacht oder was, nee, was war da los? Habe ich nicht. Ich habe das Glück, dass ich zwei Headsets habe, die ohne Probleme funktionieren und ich da nichts weiter dran modifizieren muss. Und warum habt ihr dann so viel rumgetestet, Sebastian? Du hast doch gestern auch noch irgendwas da gemacht. Ja, es gab ein Problem. Also die Aufzeichnung selber war in Ordnung, aber es gab einen sehr merkwürdigen Effekt, dass quasi so eine Doppelung beim Echo, also wie ein Echo quasi auf der Aufnahme war, wenn man es geschnitten hat. Was dann sich letzten Endes dann erst, bis wir es nochmal heraus hatten, es gar nicht in der Aufnahme war und auch vom anderen Rechner alles gut ist, sondern halt mit der lokalen Soundkarte irgendwie ein Problem gab. Ah, okay. Es waren also nicht die Headsets, nicht die Mikros, nicht die Kopfhörer, ja, sondern die Soundkarte. Genau, wir sind selber einmal den kompletten Weg abgegangen, wo es denn jetzt dran liegt. So eine Fehlersuche kann lange dauern, das kann ich mir gut vorstellen. Und das haben wir gestern den ganzen Tag gemacht. Okay. Das war das hier so herumlaufen. Ja, genau. Du hast dir jetzt vor kurzem erst dieses Equipment gekauft, also zwei HMC 660 und ein H4N Pro. Genau. Was ist denn H4N Pro? Das ist ein super Name. Was steckt denn da dahinter genau? Das ist einfach das Aufnahmegerät, was ich mir geholt habe. Ja, den H4 kenne ich, den alten habe ich auch. Dann gab es den N für neu und jetzt heißt er auch noch Pro. Was ist denn jetzt am neuen noch Pro? Also wir haben es gestern versucht herauszufinden, wir sind auch nicht drauf gekommen, was da der Unterschied ist. Der hat eckige Knöpfe und sieht ein bisschen... Ach, ein bisschen größer, meinst du? Na, nicht unbedingt größer, aber der hat ein bisschen anderes Design und ich habe die damals, ich habe den das anderen... Das ist jetzt kein Scherz? Ich dachte, das wäre ein Scherz. Nein. Entschuldigung, ich habe nicht gemerkt, dass du keinen Witz machst. Ja, danke. Ich finde, dass der so wie so diese cross-getunten Kleinwagen daherkommt. Halt ein bisschen bulliger sieht er aus, finde ich, mit den eckigen Knöpfen und so weiter. Und ich habe mir die technischen Daten angeguckt gegenüber dem H4, das ich selber hatte, dem Vorgänger. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Also ich habe wirklich den Verdacht, die haben dem Ding ein neues Gehäuse gegeben, damit es ein bisschen mehr
wuchtiger daherkommt. Okay. Und, gibt es denn einen Preisunterschied? Oder? Nö, ist ungefähr die gleiche Preislage wie das andere Ding vorher. Also der SUV unter den Aufnahmegeräten? So, jetzt dieses iCross. Also unter den Kleinstaufnahmegeräten. Das ist quasi der Geländewagen, der Polo-Geländewagen. Mit Überrollbügel und Hosenträgergurten. Genau. Genau. Aber um deine Frage noch zu beantworten, ja. Nein, das habe ich mir letztes Jahr direkt nach Potsdok gekauft. Aha, unmittelbar danach. Ja, genau. Du hattest dir da die Beratung abgeholt und mitgenommen. Richtig. Den Impuls. Aber das ist ja seit August schon dann eine Weile her, ne? Ja. Was war denn dazwischen? Das Leben. Oh, Lars hat ihn mir gerade rausgesucht. Ja, unten, ne? Diese Entfassung. Sieht ein bisschen, ja, sieht robuster aus. Sieht robuster aus. Ja, aber sonst ist alles da, wo es vorher war. Ja, kannst du mal fallen lassen. Geht auch nicht kaputt. Hab ich schon ausprobiert, funktioniert. Geht. Es fällt wie das andere. Das weiß ich nicht, das andere habe ich nicht. Okay. Aber es hat auf jeden Fall überlebt. Es ist bei mir nicht ungewöhnlich, dass es kaputt geht. Es gibt ja verschiedene Formate, wie man einen Podcast machen kann. Entweder so alleine erzählen, irgendwas beobachten oder ganz häufig ja Interview-Podcast oder so. Hast du für dich schon ein Format gefunden und ausgedacht? Ja, ja, aber nicht natürlich. Nicken, ja oder nein sagen, wir müssen das hören. Ja, natürlich. Es soll ein Interview-Podcast werden. Mhm. Und ich möchte mir eben die Leute, die eigene Ideen entwickelt haben, also sei es irgendwie fürs Unternehmen, also dass sie eine Geschäftsidee entwickelt haben oder für Initiativen, möchte ich vors Mikro holen und mit ihnen eben darüber erzählen, welche Anfänge haben sie gemacht, wie sind sie zu dem Thema gekommen und welche Stolpersteine hatten sie auch, weil ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Leuten ist so eine Barriere im Kopf, boah, also was muss ich alles beachten und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich habe jetzt einfach auch in der Zeit gelernt, seit ich mich mit dem Thema auseinandersetze, einfach anfangen und dann Schritt für Schritt einfach besser werden. Also, weil du hast immer so viele Leute, die ja auch sagen, also sie stärken dir den Rücken, das finde ich hier in dieser Community auch total großartig. Wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht mehr weiter, du kannst immer jemanden fragen und sie fangen dich auf und sagen, komm, mach einfach so. Und wenn es nicht läuft, dann sagen wir dir, was du besser machen kannst. Und ich habe das Gefühl, in der Nachhaltigkeitsszene ist es ähnlich und habe da auch viele großartige Leute getroffen, bei denen es tatsächlich so ist. Ja, und das ist eigentlich der Schlüssel und die Geschichte dahinter für mich. Jetzt sehe ich dich im Geiste immer im Hamburger Hafen irgendwie an schönen, gemütlichen Stellen sitzen und mit Leuten plaudern und das dann aufzeichnen. Ja, tatsächlich habe ich auch überlegt, das draußen zu machen oder eben in den Lieblingslokalitäten von den Leuten. Aber da habe ich mir jetzt noch keine, habe ich mich noch nicht festgelegt. Wann werden wir die erste Nummer hören? Nach der Nullnummer, die ist ja Also die haben wir ja gestern schon aufgenommen. Ja, aber natürlich. Jetzt geht's hier vorwärts. Jetzt wird's aber richtig spannend. Aha. Und die werde ich jetzt entweder heute oder morgen bearbeiten und dann geht die online. Ankerblatt. Ich muss es mir doch aufschreiben, weil hier steht noch Neustart-Reset. Das ist noch was anderes. Der Arbeitstitel von dem gleichen Podcast. Aha. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Also ich habe in der Zwischenzeit den Patrick kennengelernt. Mit dem wollte ich diesen Podcast eigentlich zusammen machen. Und wir haben uns dann auch viel hingesetzt und viele Leute kennengelernt, uns viel mit Leuten unterhalten. Hatten dann auch einen Designer, der gesagt hat, ich mache euch dann ein fesches Design dazu. Ich habe da Lust drauf. Und dann habt ihr den Namen geändert. Ja, genau. Und dann kam irgendwann... Das liebt der Designer bestimmt sehr. Ja, und dann saßen wir irgendwann da und haben uns überlegt, irgendwie haut uns der Name nicht um. Und dann kamen wir nicht mehr ins Tun und dann war Weihnachten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir das über die Feiertage erstmal liegen und kommen im nächsten Jahr wieder zusammen. Und dann im nächsten Jahr haben wir aber festgestellt, wir haben einfach beide zu viele Ideen, als dass wir wirklich produktiv werden können, weil wir uns in Ideen verlieren. Und dann haben wir auch gesagt, also wir sind auch immer noch im regen Austausch. Und ich bin auch super dankbar, dass der Patrick da war, weil er hat mir ganz viel Starthilfe gegeben. Aber wir haben dann auch gesagt, wir trennen uns, was den Podcast angeht und so merke ich auch, es funktioniert einfach besser, auch zeitlich, weil man sich nicht so viel abstimmen muss. Also was du für Impulse mit nach Hause nimmst von dieser Veranstaltung, das hast du dich eigentlich gerade sehr gut erklärt. Also alles. Da braucht man gar nicht mehr nachzufragen. Was nimmt denn der Roddy mit, so als alter Hase? Was nimmst du mit hier? Nimmst du überhaupt irgendwas mit? Oder ist das einfach so, ja, Ich hab gestern etwas gelernt. Und zwar war hier hinter uns, ja okay, die Hörer können es nicht sehen, sind so ein paar Tische, da steht irgendwo Löten an einem Schild. Das hat gestern tatsächlich stattgefunden und da hatte jemand über Übungsplatinen und SMD-Bauteile dabei. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also so die klassische Platinentechnik ist, man bohrt ein Loch, man steckt ein Beinchen durch
und dann lötet man dieses Beinchen fest und dann ist das Bauteil fest und das ist so klassisches Löten. Und irgendwann war es in den 80ern, ich glaube in den 80ern kam das erstmals auf, dass Bauteile so klein wurden, dass man die nicht mehr, damit sie mechanisch halten müssen, durch die Platine stecken musste, sondern man konnte sie quasi direkt auf die Platine löten. Das nennt sich ohne Loch. Ohne Loch. Ah, oha. Das nennt sich SMD, die Abkürzung steht für Surface Mounted Device. Ah, ich habe gerade eine Erleuchtung, dankeschön. Surface Mounted, ja. Surface Mounted. Nicht von unten Device. Gelötet, weil bei dem Lochlöten ist ja oft die Lötstelle von unten. Ja, also das Lötzinn fließt schon auch durch das Loch durch und kommt oben aus dem Loch wieder raus. Man hat dann also auf beiden Seiten Lötzinn. Ja. Aber du hast natürlich bei SMD kein Loch. Ja, eben, ne? Deswegen genau, ist es nur auf einer Seite. Und ich sagte ja bereits klein. Ja, und wenn das Material anfängt zu fließen, dann verbinden sich alle Füßchen auf das Merkwürdigste, was man natürlich nicht will. Das heißt, mit geringsten Dosen muss man wahrscheinlich auch rangehen. Erzähl einfach weiter. Naja, also erstens, der erste Trick ist, ruhig bleiben, es ist gar nicht so schlimm. Also es, klar, man braucht eine gute Pinzette, man braucht einen guten Lötkolben, man braucht Flussmittel und alle diese Dinge. Aber es geht, man kann das machen. Also ich habe ich glaube 3 Widerstände im Rastermaßen 06, 03 waren mir auch neue Begriffe festgelötet. Die sind schon sehr klein. Und dann habe ich einen in 04, 02, die sind so. Wenn man nicht genau hinguckt, sieht man nicht, dass da ein Bauteil liegt. Das ist mehr so Schmutz, den man sonst vom Tisch wischt. So einen habe ich auch festgelötet und habe dabei also auch noch einen Lötkolben kennengelernt, den ich super fand, nämlich einen USB-Lötkolben. Ah, das, den steckst du irgendwo an eine USB-Stromquelle und der lötet? Ja, oder hat der einen Akku oder was? Naja, der braucht diesen Quick Charging Standard 3. Ein bisschen mehr Bums. Aber das Teil, das funktioniert wirklich sehr gut, ist sehr leicht und klein und handlich und mit der richtigen Powerbank kann man auch unterwegs löten, ohne dass so man in der Bahn oder so, wo man gerade mal da, Entschuldigung, darf ich mal eben mein SMD bei Ihnen zusammensetzen? Ja, das war, also für mich war das schon so ein Erleuchtungsmoment, ne? Weil ich halt, weiß ich nicht, seit ich 12 bin oder so, da habe ich das erste Mal gelötet. Seitdem kann ich das, habe mich aber nie an SMD rangewagt, ja. Weil ich immer das Gefühl hatte, das ist. Ich habe gestern nur so kurz über die Tische rübergeschaut und einen, es gibt ja da so Hilfen mit so Ärmchen und so weiter, so, wo man die Sachen so einspannen kann und einen Ständer oder wie man das auch nennt, da war eine riesige Lupe drauf. Habe ich mir schon gedacht, ja, mein Gott, was braucht man denn so eine große Lupe? Aber so langsam wird mir klar, dass das vielleicht gar nicht so unnütz ist. Naja, diese Lupen bin ich jetzt nicht so Fan von und vor allen Dingen diese dritte Hand werden die Teile genannt. Ja, genau, mit diesen Krokodilcremen oder was. Ja, so, ja, ne? Ja, die bringen es nur, wenn man auch eine gute hat. Die billigen, die machen einem mehr Stress, als dass man da was von hat. So, das hat der Lars die ganze Zeit hier ganz heftig genickt, als es zum Löten ging. Du kennst dich damit ziemlich gut aus. Kannst du SMD löten? Ja, zu Hause habe ich jetzt nicht wirklich die Technik dafür, aber Ende 90er, ich habe ja aus der Radio- und Fernsehtechnik bin ich ja angefangen und bin dann von der Radio- und Fernsehtechnik innerhalb einer Firmengruppe zu einem Service-Center gewechselt, das eben Mobiltelefone repariert. Und damals eben, man merkt, wie lange das jetzt inzwischen her ist, hatte dieses Unternehmen einen Servicevertrag von Motorola. Und da haben wir auf Bauteilebene eben noch Mobiltelefone unter dem Mikroskop repariert, eben die Prozessoren ausgelötet und solche Sachen, neue Prozessoren draufgepappt und solche Sachen. Und das war eben alles SMD. Und statt dritte Hand hatten wir eine Metallplatte. Und auf dieser Metallplatte waren so kleine Zapfen. Auf die hat man dann die Platine draufgelegt und das ein bisschen zusammengedrückt. Und dann haben die die Platine gehalten. Nicht so, dass man mit Krokoklemmen die es irgendwie oben und unten festgeklemmt hat. Dabei kann man SMD-Bauteile nämlich auch beschädigen, wenn die bis zum Rand gehen. Die sind halt wirklich Scheiße klein. So, und dann eben zum Auslöten von den Prozessoren haben wir eben so kleine Heißluftföhns gehabt und so. Das haben wir heiß gemacht. Und wenn man eben nicht aufgepasst hat, die Platine wieder zu früh hochgenommen hat, ist alles einmal komplett runtergeflutscht, dann kommt man von vorne anfangen. Also von daher kenne ich es zu Hause im Hobby, SMD-Löten
wenn sich's nicht vermeiden lässt, kommt es mal bei 1, 2, 3, 4, 5 Bauteilen vor. Aber ansonsten, die Sachen, die ich mache, sind meist noch auf die althergebrachte Weise mit Beinchen. Hast du gestern hier bei den Tischen mal irgendwie einen Blick drauf werfen können? Hast du da vielleicht auch noch das eine oder andere neue wahrgenommen, diesen USB-Lötkolben oder so? Nee, ich kann mir vorstellen, was gibt es heute nicht als USB? Ich denke, demnächst werden wir irgendwie, wenn wir eine passende Powerbank haben, auch Autos damit fahren. Aber ich kann mir eben vorstellen, ich habe keinen Zweifel dran, dass es das gibt. Ich habe es jetzt aber nicht groß verfolgt. Ich habe gesehen, da war was los, aber nicht was. Du hast ein eigenes Programm gemacht. Genau. Sebastian, zum Thema Löten. Du bist ja hier der Technik-Experte. Ja. Lars natürlich auch, aber ja. SMD ist dir vertraut? Ja, oder machst sicherlich du das eher mit per Software? Nee, das ist mir auch vertraut. Ich habe ja auch eine elektrotechnische Ausbildung und habe auch sehr viel mit Elektrotechnik noch weiterhin zu tun. Und ja, was es halt erleichtert, dass du hattest eben diesen Lötklecks angesprochen, das ist tatsächlich nicht so schlimm, weil die guten Leiterplatten, eigentlich ist es heutzutage Stand, werden mit so einer Lötstoppmaske ausgestattet, sodass quasi das Lötzinn in die entsprechenden Pads geht und gar nicht sich verteilt, beziehungsweise wenn man das einfach wieder wegnimmt, dann verteilt es sich schon eigentlich relativ ordentlich, sodass man nicht super genau arbeiten muss. Aber zu viel darf man schon auch nicht drauf klecksen. Ne? Man kann das wieder wegnehmen. Dieses Sauger da. Ah, okay. Genau, es ist natürlich, umso besser, präziser du gleich am Anfang arbeitest, ist es natürlich schöner, aber es ist jetzt nicht super katastrophal. Okay. Ja. Aber das schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit der Nachhaltigkeit, weil als ich gestern in die Nullnummer von Alex reingehört habe, war es genauso. Du hast die schon gehört? Ja. Erzähl doch mal, genau, wunderbar. Ja, sie hat es ja schon ganz gut beschrieben. Ja, aber den Inhalt noch nicht. Oder hat sie genau das gesagt, was sie jetzt gerade hier gesagt hat? Genau, sie beginnt mit der Geschichte quasi, wie sie am Strand diesen Effekt gespürt hat mit diesem Plastik und das ist so der Einstieg und den Rest sollte man dann gleich selber hören. Es sind ja auch nur erstmal 10 Minuten und ja, das war sehr schön und mein Gedanke war auch dann, was mir halt in den letzten Jahren immer mehr auffällt oder weil ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wo ich dann angefangen habe, ich wollte immer wissen, wie Dinge funktionieren und ich habe dann die Waschmaschine irgendwann auseinandergebaut und dann habe ich halt, das erste, was mir entgegenkam, war ein Schaltplan und dann konnte ich sofort, also gut, da war ich irgendwie 15, da konnte ich noch nicht super viel damit anfangen, aber es wurde schon immer besser und das war halt so ein schönes Gefühl, weil du kamst noch an die Informationen ran und heutzutage fehlt das und das fehlt enorm und dadurch produzieren wir natürlich auch enorm viel Elektroschrott, obwohl wirklich nur ein ganz kleines Bauteil kaputt ist. Und das geht mir auch ziemlich auf den Senkel eigentlich, dass wir da so irgendwie diesen Fokus verloren haben, weil damals wurde halt noch wesentlich mehr repariert. Und das mit diesem, dass man sagt, man tauscht jetzt nicht einzelne Bauteile aus, also ein Kondensator, das hat sich so entwickelt quasi, also ich habe es in meiner Ausbildung auch gehabt, wir haben dann hauptsächlich nur noch Komponenten getauscht. Genau, das wollte ich gerade sagen, die Modultausch. Und mittlerweile werden ganze Geräte nur noch weggeworfen oder geschreddert, weil es sich dann finanziell gar nicht mehr lohnt. Ja. Und dieser Gedanke der Nachhaltigkeit fehlt da irgendwie komplett teilweise, ja. Ja, ich wink da gerade mal mit rein, weil konkret ein Beispiel dazu habe. Ich habe immer wieder Probleme gehabt, dass meine Heizung ausgefallen ist und mit einem ganz konkreten Fehlerbild und habe das dann gegoogelt und das haben Leute schon herausgefunden gehabt, dass da also zwei Elektrolytkondensatoren wohl ein bisschen altern und wenn man die eben austauscht, dann geht es wieder. Das Problem ist, dass das, weil es eine Gasheizung ist, sicherheitsrelevante Sache ist und wenn du das reparieren lässt, wird komplette Hauptplatine en bloc getauscht. Für ein Wahnsinnsgeld, für zwei Bauteile, wo an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit der Kostenaufwand fürs Material 40 Cent liegt, eine Viertelstunde ein-, ausbauen, löten. Also wirklich, ich habe es gesehen, man käme da auch dran. Aber Versicherung und Haus und tralala, also ich habe mir den Spaß dann nicht gemacht. Ja, ich habe es auch tauschen lassen. Aber ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber irgendwie geärgert, weil ich genau weiß, das Ding wandert jetzt einfach so in den Schrott und ich weiß, die Reparatur, die jetzt 300 Euro gekostet hätte, die hätte ich selber für einen Zehner machen können. Selbst im Repair-Café wärst du damit nicht klarkommen, weil du verlierst den Versicherungsschutz natürlich an der Stelle. Dann strichst du die Rechnung. Ja klar, es gibt die gesetzlichen Dinge, aber auch, sag ich mal, selbst Unternehmen, die sich auf Reparatur spezialisieren, denen werden halt auch immer mehr Steine in den Weg gelegt und ja. Also ich glaube, ja, gerade bei Apple, du sagtest es auch so schön in einem Podcast, dass halt Unternehmen sich das quasi auf die Fahne schreiben, aber dann
es dann doch irgendwo dann scheitert, das an der Umsetzbarkeit. Also bei Apple zum Beispiel ist es halt so, dass sie sehr viel auf Markenschutz Wert legen und wenn dann Platinen oder so, die zwar original Apple sind, dann zum Refurbishment nach China geschickt werden, dann wieder reimportiert werden, dann werden sie am Zoll festgehalten und vernichtet, weil es halt den Markenschutz verletzt in den USA. Und das sind dann halt so Themen, wo man dann denkt so, okay, das wäre jetzt nicht nötig. Das Apple-Logo ist noch nicht mal gefälscht, das ist original, es wurde nur halt aufgearbeitet. Ja, und dann hast du halt auch so Dinge wie, dass der Fingerprint-Sensor wird in der Fabrik mit der Hauptplatine kryptografisch gepaart. Ja. Und wenn du eins von beiden tauscht, funktioniert er nicht mehr. Genau. Weil die kryptografischen Keys nicht mehr passen und du kannst sie nicht neu programmieren. Ja. Das heißt, du musst immer beides tauschen. Selbst der Service von Apple selber muss immer beides tauschen. Ja. Alexandra, merkst du, hier tun sich Gesprächspartner auf. Ganze Welten sozusagen. Immer, immer. Das ist so schön, wenn du über Nachhaltigkeit sprichst. Du findest überall Anknüpfungspunkte. Ja. Ja, einen habe ich noch. Ja, gut, einen damals noch. Dann kommen wir zur Konferenz zurück. Auch in der Werkstatt damals, wo wir eben die Motorolas repariert haben, hatten wir von einem anderen Hersteller auch Decktelefone, die Ende 90er schon verklebt waren. Das ist also nicht unbedingt so die total neue Mode, sondern damals, die waren auch schon darauf gebaut, dass liegt ein Defekt vor, kriegt der Kunde einfach ein neues und das war's. Da ist also der Ablauf bei uns im Service Center so gelaufen. Funktionsprüfung, hat der Kunde recht? Ja, er kriegt ein neues. Da war nur noch die Frage, läuft das auf Garantie oder musst du dafür bezahlen? Mhm. Aber verklebte Geräte komplett. Ja, weil die Wirtschaftlichkeit anders gerechnet wird. Das wird also nicht an Nachhaltigkeit gerechnet, sondern einfach nur an Ressourcenverbrauch. Über diese Dinger rege ich mich seitdem auf. Ich habe es vorher noch nicht so gesehen gehabt, wie in diesem konkreten Ding, weil die eben auch nicht billig waren. Ja. Und anscheinend waren die in der Herstellung schon billig genug, dass man sagt, ja, das ist ein Einweggerät. Ne, war ein großer Markenname hinter. Die waren nicht billig, die Dinger. Und ja, wenn man eben was hat, kriegt man so oder so ein neues. Die Frage ist nur, muss der Mensch bezahlen oder nicht? Das ist. Na, es gibt aber auch Gegenbeispiele. Also das Auto, was ich fahre, ist ja ein Elektroauto von Renault. Und es ist momentan so, dass die Akkus halten sehr, sehr lange. Meistens länger als das Auto. Das heißt, wenn das Auto irgendwie, so wie in dem Fall meines ersten Autos, eine wirtschaftliche Totalschaden erleidet. Eine massive Kaltverformung hat, kann man trotzdem immer noch die Batterie ausbauen. Und Renault baut tatsächlich stationäre Pufferspeicher aus den Akkus, aus den alten Auto-Akkus, weil die halt noch gehen. Okay. Ja, also auch Tesla benutzt ihre Akkus im Prinzip eher weiter, als dass sie recycelt werden. Jetzt gut, Tesla-Akkus gibt es auch einen großen Markt für. Hier sind gerade die Buchen an uns vorbeigefahren. Wir sind ja auf der Versorgungsmeile hier. Wir kamen alle ins Stocken. Ich denke, wir nehmen jetzt jeder eine Ecke und laufen hinterher. Also ich glaube, dass die Nachhaltigkeit, die funktioniert immer nur dann, wenn es wirtschaftlich Sinn macht und ansonsten wird der Kram weggeschmissen. Das ist ja, aber das ist die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Vielleicht fehlen da ein paar Bemessungsgrößen, also quasi globale Bemessungsgrößen. Die Wirtschaftlichkeit wird ja vielleicht zu wenig dimensional gerechnet. Ist naja, so gut, die Wirtschaft muss immer zu ihrem Glück gezwungen werden. Das ist leider so. Sehr gut. Ja, wir können das auch wahrscheinlich jetzt nicht lösen, aber Alexandras Podcast wird sicherlich Einblicke in das Thema bringen. Lass uns mal so ein bisschen zur Konferenz zurückkommen. Wir sind in Köln, das heißt, Sie subscribe zum ersten Mal im Westen. Für dich ist es egal sozusagen, Alexandra? Weißt du nicht, wie es in München oder in Berlin gewesen ist? Nee, eben. Wie weit ist dein Weg hierhin? Kommst du aus dem... Ich komme aus Hamburg. Und ach ja, hast du ja gerade gesagt. Genau, ja, und bin mit dem Zug jetzt irgendwie so 3 Stunden gefahren oder so. Das ist gut erreichbar. Ja. München wäre schwieriger gewesen, hättest du aber auch gemacht? Ja, klar. Ah, okay. Auf jeden Fall. Alles klar. Was bedeutet der Westen für dich, Roddy? Was bedeutet der Westen für mich? Ja. Nein, der Standort. Eine sehr offene Frage. Auf der Subscribe-Landkarte natürlich geguckt. Berlin ist direkt vor der Haustür für dich. München ist weit. Köln. Ja, München oder Köln nimmt sich jetzt nicht so viel. Kürzere Saarland ist okay. In München war ich mal zur Schule. Also meine gesamte Schulzeit eigentlich. Insofern habe ich natürlich ein anderes Verhältnis zu München, als ich es zu Köln habe. Die Stadt kenne ich so gut wie gar nicht.
Ansonsten, ich meine, ich habe halt auch bei der Bahn geguckt, als ich die Karte dann geklickt habe, habe ich bei der Bahn geguckt, die hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen wollte und dann war die Frage, wie komme ich hierher, auch relativ einfach geklärt, also insofern. Okay, so. Du bist also elektrisch angereist. Richtig, aber nicht, aber nicht mit vier Rädern, sondern ja, deutlich mehr. Deutlich mehr, mehr so Achsen, okay. Genau. Also letztendlich ist es keine Frage, also Alexander würde auch den weiten Weg machen. Auf jeden Fall. Und habt ihr außer diesem inneren Gebäude, also wo wir jetzt sind, Foyer, Deutschlandfunk, habt ihr überhaupt irgendwas von der Stadt gesehen? Ich frage mal, ja. Ronny will gerade antworten. Nee, ja, wenn er schon Luft geholt hat, dann soll das auch nicht vergeblich gewesen sein. Relativ viel, weil gestern war ja die Demonstration gegen Artikel 13 oder diese ganze Urheberrechtsgedöns von der EU. Und ich habe das in meiner Anfangszeit in Berlin auch sehr viel gemacht. Also Sightseeing per Demo funktioniert verdammt gut. Tourismus. Also manchmal sind das, also es gibt doch dieses Unwort von, wie war das denn, erlebnisorientierte Jugendliche auf Tour oder irgendwie sowas. Ja, nein, das war es natürlich nicht. Aber nein, also insofern, halt so ein Stadtspaziergang mit, wie viel waren es, 20.000, 30.000 anderen. Das war schon sehr nett. Also insofern kann ich sagen, ich habe auch ein bisschen was anderes gesehen. Ansonsten eher nicht. Also, aber sind ja hier auch nicht zum Stadtangucken da eigentlich. Ja, es ist, also das einzige Kriterium ist wahrscheinlich der Weg, ne? Die Anreise, ob die jetzt weit oder weniger weit ist. So. Ja, aber ein paar Kilometer hin oder her ist egal. Nach Australien würde ich jetzt nicht fliegen wegen so einer Subscribe. Oder geht ja auch nicht elektrisch. Oder auch nicht nach Amerika oder so, aber keine Ahnung. Also ich würde auch nach Wien fahren oder nach, keine Ahnung, vielleicht auch nach Barcelona. Zürich, ja. Ja. Also Barcelona? Wie kommt das gerade in dein Hirn? Ja, ich weiß. Ja, du denkst jetzt, Tim, nö, Barcelona ist einfach eine schöne Stadt. Und okay. Das ist jetzt irgendwie, da kann man immer mal hinfahren. Also das ist wie Köln. Kann man auch immer mal hinfahren. Ist wie Köln, genau. Alexander, hast du irgendwas mitbekommen von der Gegend draußen? Oder mehr auch nur hier die Straße und den Eingang? Also jetzt an dem Wochenende habe ich tatsächlich, also die Bahnfahrt oder die Tramfahrt hierher habe ich immer sehr genossen morgens durch die Baustellen und so. Ich glaube, da freuen sich auch viele Kölner drüber, habe ich gehört. aber ich kenne die Stadt tatsächlich schon von früheren Besuchen, dadurch, dass ich hier auch Verwandtschaft habe. Mhm. Ja, genau. Also im Grunde war dann die Podcast-Konferenz das inhaltliche Thema hier. Genau, genau. Jetzt sind wir zum ersten Mal beim Deutschlandfunk. Du kannst jetzt nicht vergleichen, aber vielleicht mal dein spontaner Blick so. Wie war das, als du reingekommen bist? War das irgendwie so, oh, ich betrete die heiligen Hallen, wie ich das bei irgendwelchen Twitter-Tweets gelesen habe? Oder war das easy? Hat der Pförtner dich durchgelassen oder hat er dich erstmal stramm stehen lassen wie mich? So, wo wollen Sie hin? Was haben Sie da in der Tasche? Und so weiter. Hat sich alles aufgelöst, also das ist, klingt jetzt böse, als es war, aber ich war doch ein bisschen überrascht, so, wir sind doch angemeldet. Wie war das bei dir? Ich wurde erstmal eiskalt ignoriert. Was? Ich habe die erste Hürde nicht geschafft und stand schon vor dieser Eingangstür, die sich nicht öffnen wollte. Und der Pförtner war gerade so nett in einem Gespräch, da wollte ich ihn jetzt auch nicht unterbrechen und habe einfach mal gewartet, bis er fertig war. Und dann durfte ich ja aber auch ganz easy einfach reinlaufen und das war... Also klar, es ist irgendwie schon mal wieder spannend, einfach weil mich neue Dinge interessieren. Auf der anderen Seite kenne ich auch andere Funkhäuser, beispielsweise vom NDR oder vom RBB, da war ich auch schon mal zu Besuch. Von daher ist das jetzt für mich nicht so super fancy Aufregendes, aber es war trotzdem schön. Und ich war auch sehr, sehr positiv überrascht, nachdem ich das Gebäude von außen gesehen hatte. Nachdem ich dann die anderen Häuser draußen noch gesehen hatte, diese wunderschönen, ich weiß gar nicht, wie ich sie gerade... umschreiben soll, poetisch, die Häuser aus alten Zeiten, die Türme. 70er Jahre Betonverbrechen? Ja, in Farbe. Das war ja das Erste, was ich gesehen hatte. Das Haus hier habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dann dachte ich so, oh, es wird grau, schön. Und dann bin ich reingekommen und dachte, oh, ist ja doch alles wunderschön. Und dann ging es auch gleich los. Schöne bunte Welt. Ja, genau. Dann haben wir Namensschilder gebastelt. Das heißt, du warst schon mal zum Orgaz? Aber natürlich. Okay. Also gleich richtig eingestiegen. Aber klar.
Jetzt hat es dieses Mal keine Vorstellungsrunde gegeben. Doch, hat es ja. Hat es? Ja. Im großen Saal? Ja. Verflixt. Im Rahmen der Einsteigergeschichte. Ja, aber da waren doch nicht alle da. Nein. Also die Einsteiger waren da. Ja, aber die anderen 250 oder wie viele Einsteiger waren denn da, sagen wir mal so. Ja, also ich würde schon schätzen 150, 100, also die Hälfte 150, dann? Ja, so ungefähr. Das war ja das, was ich gestern, habe ich das gestern hier erzählt oder woanders? Das hatte ich hier im 1:1 Gespräch, dass ich das Gefühl hatte, als Tim fragte, wer ist denn zum ersten Mal da, dass so ungefähr jede zweite Hand hochgegangen ist. Ja. Dann stimmt das. Und die haben eine Vorstellungsrunde gemacht. Genau. Wir hatten so einen 10-Sekunden-Slot, wo wir sagen durften, wer wir sind, was für einen Podcast wir machen und worüber man sich mit uns unterhalten darf. Okay, aber die alten Häsinnen und Hasen hast du dann nicht erkennen können? Ja, ein paar kannte ich ja schon. Okay. und den Rest lernt man dann auf der Konferenz kennen, weil von den Neuen kennen ja dann doch immer wieder welche, also gibt es ja überall Vernetzung und dann steht man mit dem und dem zusammen und ach, kennst du den schon und hier, guck mal, unterhaltet euch doch mal, das könnte doch nett sein. Also. Hast du konkret eine Situation gehabt, wo du eine Stimme gehört hast und gesagt hast, ach, so sieht das Gesicht zu der Stimme aus? Ja, jetzt das wird jetzt natürlich peinlich. Sie stupst Rodi an. Jetzt bin ich sehr neugierig, was passiert wird. Weil ich muss dazu ja sagen, letztes Jahr auf dem Podstock war Roddy ja auch schon da. Und ich habe früher schon die Freakshow gehört, habe das aber überhaupt nicht in Verknüpfung gebracht, sondern erst, nachdem ich dann beim Podstock war, da hast du das nochmal alles ganz anders gehört und dann war das bei Roddy jetzt so, ach, das ist das Gesicht zur Stimme. Und das also obwohl ich ihn schon kannte, habe ich es jetzt erst verknüpfen können. Das ist witzig, ne? Ja, total. Ich habe gestern Abend hier gestanden mit dem Klaas vom Colinas Erben-Podcast und ich wusste, der ist Ogger und ich habe ihn auf der Bühne gesehen, aber die Verbindung zwischen Klaas und Colinas Erben habe ich nicht hingekriegt. Ich bin hier gestern Abend halt gestorben. das war ein bisschen doof, ja. Ja, aber also das höre ich ja hier ganz oft, ne? Ach was, ach das sind die Podcaster und dann, man stellt sich bei den Stimmen ja manchmal auch was ganz, ganz anderes vor. Ja, also was denn so ungefähr? Was hast du dir bei Roddy denn vorgestellt? Beschreib uns doch mal das Kopfinnere also, Bild sozusagen. Bei Roddy und Tim ist es ja immer so, also so die ganze Truppe, ne, weiße alte Männer erzählen über den Krieg. So stell ich hab sie gefragt, ich darf das sagen. So stellt ihr es ja immer dar. Und dann bin ich aber doch immer überrascht, wie jung ihr auch wirkt. Also jetzt kann ich ja ihr sagen oder du in dem Fall. Wirkt, schon mal okay. Mhm. Du merkst, du musst nicht siezen. Ja, ich wüsste auch deinen Nachnamen gar nicht. Herr Roddy. Tja, Procaster. Beziehungsweise zum Beispiel bei Letty. Ich finde den Witz gut, Entschuldigung. Keiner kann darüber lachen, nur ich. Sebastian ist so nett und lacht auch anstandsweise. Dankeschön. Bei Letty hatte ich das zum Beispiel auch. Also bei Letty? Letty, genau. Bei Letty war es ja genau das Gleiche. Letty kannte ich vorher nicht und Letty habe ich gestern Abend dann kennengelernt. Und ich habe sie mir ehrlich gesagt größer vorgestellt und auch älter. Ich habe Letty älter. Also sie, vielleicht ist sie auch älter, als sie aussieht. Das ist ja hier überall das Phänomen so, dass die Leute etwas älter sie sind. Sie ist einfach vernünftiger als alle anderen in der Freakshow. Ja, sie ist so der Ruhepol. Das braucht ihr aber auch. Sehen wir jetzt, warte mal, die Leute sind älter, als sie aussehen. Das heißt, wir sehen jünger aus, als wir sind in deinen Augen? Ja. Okay. Also mache ich ganz oft die Erfahrung. Aha. Roddy und Lars gucken sich gerade tief in die Augen. Okay. Wir gehen nachher zum Weinen um die Ecke. Nein, ihr seht doch jünger aus. Ich wollte gerade sagen, ihr seht doch jünger aus, nicht älter. Also wenn jung das Kriterium ist, was man haben möchte, dann ist das ja genau das. Wir lassen die Bezugsbasis weg, aber auf wie viel alt schätzt du mich? Oh, jetzt geht das wieder los. So. Ja, ich meine. So. Okay, ich würde so schätzen, hatten wir das nicht schon im Auto? Du warst mit dem Auto, ich wollte gerade sagen, das ist ja unfair. Dann weißt du es, ja, dann funktioniert das nicht. Okay, dann lassen wir das. Du kannst ja bei mir schätzen. Okay. Bei dir wäre ich jetzt so bei Anfang 40. Okay, und von der Stimme? Jünger. Also ich finde, Stimmen klingen immer jünger. Okay. Also die Erfahrung mache ich zumindest. Vielleicht geht es anderen auch anders, ich weiß es nicht. Ja, aber Anfang 40 stimmt auch nicht. Ende 40. Oh, okay, knapp. 40 hat gestimmt. Immerhin, ja. Ich habe dann mir anhören dürfen, oh Gott. So jung bist du? Also danke schön. Danke für die Blumen.
Ja, aber es ist schon erstaunlich, ne, wenn man nur das akustische, den akustischen Eindruck von einem Menschen hat, wie der tatsächlich teilweise vom Optischen abweichen kann. Total. Es gibt ja auch Menschen, die haben so eine ganz tiefe Stimme und dann kommen die einem vorbei und sind ganz spindeldürr, wo man sich ernsthaft fragt, wo holt er denn jetzt bitte schön die Stimme aus diesem Körper? Das passt irgendwie gar nicht zusammen, aber ja, so ist die Natur, sie macht das einfach. Ne? Genau. Und ja, gucken wir mal so ein bisschen. Menschen hast, also Roddy ist hier nur wegen der Menschen. Hast du denn genug Menschen kennengelernt? Wieder getroffen? Ja, sowohl als auch. Unsinn getrieben? Die Frau Büsker, also die Ann-Kathrin Büsker hier vom Deutschlandfunk, also ja, eine Profi-Radiofrau, die hat heute Morgen einen Tweet geschrieben, dass ihr das hier sehr gut gefallen hat. Es wären sehr wohlwollende Menschen da gewesen, mit denen man aber auch jede Menge Unfug treiben konnte. Allein dieses Wort Unfug, das passt hier, glaube ich, so hundertprozentig. Dieser Tweet ist richtig schön. Hast du Unfug getrieben, Roddy? Ich denke schon. Also jetzt, ich kann mich gar nicht erinnern. Das hängt wahrscheinlich sehr stark von deiner Definition von Unfug ab. Aber okay. Also ich habe Unfug erzählt. Zählt das auch? Das zählt auch. Das kannst du auch gerne weitermachen jetzt hier. Ansonsten, ja, ich denke nicht in diesen Kategorien. Also insofern, na, das hast ja, du Unfug getrieben. Also das ist die übliche Definitionsfrage. Ist es Unfug, sich... Jetzt hebelt ihr mich aber hier ganz nein, fies das aus. Ist, ja. Ne, ja. Wir haben wunderbare Tage gehabt, haben mit Reaper rumgespielt, haben einen Haufen Zeug gelernt. Wir haben am Freitagabend Nüsschen zu uns genommen, wobei das Wort Nüsschen jetzt in diesem Falle nicht das ist, wonach es klingt. Oh doch. ja, also ist es nicht so, dass wir Nüsschen geknabbert hätten, sondern wir haben sie eher getrunken. Wie ist der Laden noch? Flüssige Dingenskirchen? Ah, das habe ich wieder vergessen. In welcher Stadt bist du? In Essen, neben dem Unperfekthaus. Ja, das Spezialitäten... Irgendwas mit flüssig war es. Ja, 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 irgendwas mit flüssig, genau. Naja, auf jeden Fall hatten wir also das Gehirn. Hatten wir also so eine Spirituose da, die sehr haselnussig schmeckte und die uns also ein bisschen durch den Abend geleitet hat. Das könnte man unter Umständen auch als einen gewissen Unfug ansehen. Ich fand es aber sehr gemütlich, sehr lauschig hier. Ja, ich war gestern das erste Mal Gast in einem Podcast, wo wir zu siebt waren. Das hatte ich auch noch nicht. Aha, oho. Also das war... Das ist für den H6 dann schon zu viel. Es waren L12. Ja, oha. Ja. Das nächste Must-Have hier sozusagen. Der Zoom L12. Okay, der konnte das. Der konnte das. Und ihr habt über den European... War das nicht der ESC-Schnack? Nein, das war der Audiodump. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre das Bild, was ich da hinten gesehen habe. Da standen in diesem Aquarium waren, ganz viele Leute im Kreis. Wir waren in Garderobe 4. Die war dann aber auch voll. Außerdem quietschen die Sessel in Garderobe 4, wenn man sich da bewegt. Da quietschen die Sättel? Sessel. Ach, Sessel. Ich habe Sättel verstanden. Dachte gerade, da hätten da Pferde oder sowas. Oder so eine Rodeo-Maschine oder ich weiß nicht. Wo ja, in Garderobe 4 werden die Pferde umgezogen. Bei Laune umgezogen. Halten, ich habe keine Ahnung. Und geschminkt. Oh, Sebastian bekommt keine Luft mehr. Alles hast gut. Du Kopfkino? Nee. Schon wieder vorbei. Hast du denn Unfug getrieben hier? Habe ich selber Unfug getrieben, sicherlich, aber ohne, dass ich es jetzt bewusst wahrgenommen habe. Mir fällt jetzt gerade spontan gar nichts ein, aber ja, es ist einfach immer wieder schön. Ja, also ich kann mich dem nur anschließen, hier Menschen wieder zu treffen. Ja. Du bist ja auch einer, der hier ein Stück weit, sagen wir mal, Technik, ich sag mal böse, abliefert oder beisteuert. Sagen wir mal beisteuert. Mhm. Also es gibt ja hier Podlove als wichtige Distributionsplattform. Dann haben wir Ultraschall als wichtiges Tool, um Sachen aufnehmen zu können. Und ein StudioLink ist ein sehr wichtiges Tool, was Menschen über die Entfernung miteinander verbindet. Und du gehörst zu den großen drei Beiträgern sozusagen, technischen Beiträgern, Tool, Werkzeugbereitstellern, wie auch Beiträger immer. Beiträger ist aber auch ein schönes Wort. Beiträger. Es klingt so wie jemand, der auch mit dem Koffer mit dabei ist im Tross. Ja, ja. Und Branko hat das immer unter Möglichmacher beschrieben, oh ja, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Also du bist einer von mindestens drei Möglichmachern, die hier so herumlaufen. Und ich denke mir, bei so einem Treffen,
stehst du dann auch immer in besonderem Fokus von Menschen, die auf dich zukommen und sagen, toll gemacht oder schlecht gemacht oder ich hätte es gern anders oder ich hätte es gern andere Farbe oder anderes Design oder was auch immer. Also wenn dann nur konstruktive Kritik, also das ist wunderschön, also ja klar, es gibt Lob, aber auch konstruktive Kritik und damit kann ich dann ja auch was anfangen, ne? Also klar, das hilft mir dann natürlich auch enorm weiter und das ist auch ein Grund, warum ich natürlich herkomme, weil dann kriege ich natürlich auch nochmal Feedback, wo ich dran arbeiten kann und Dinge verbessern kann. Das ist das dann gebunden an deinen Vortrag zum Beispiel, dass du sagst, also ich stehe jetzt noch nach dem Vortrag für x Minuten zur Verfügung oder kommt dann Menschen auch einfach im Laufe des Tages ja. auf dich zu und beides, also im Vorfeld schon und hier wird Unfug gemacht. Ja, man Unfug. Dreht ihn kaum einmal den Rücken zu, schon ist hier Unfug. Ja. Sehr wir müssen die drei im Auge behalten. Wir müssen noch ein bisschen nachholen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht genug Unfug gemacht nach der Frage. Man fühlt sich so unter den Schuld. Genau, also ja, genau, beides. Also eigentlich ja, wie genau das gesamte, beides? Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Bring das nochmal zusammen, bitte. Du hattest, glaube ich, formuliert, wann ich denn angesprochen werde. Und, ach ja, genau, das war die Frage. Danke. Genau, und das ist eigentlich das gesamte Wochenende. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich dann nochmal ankündige, wo ich denn zu finden bin, so grob, damit man mich dann vielleicht, wenn man wirklich was auf dem Herzen hat, dann mich auch noch ansprechen kann, aber manchmal werde ich halt dann auch oder bin in anderen Gesprächen und dann doch woanders zu finden, aber irgendwie kommen dann doch alle irgendwie auf mich zu und das passt dann eigentlich schon. Oder man kommt so halt ins Gespräch abends beim Bier oder so. Die Veränderung, also Podlove, sagen wir mal, 9 zu 10 ist einmal ungefähr die Verdopplung der Teilnehmendenzahl, mit vielleicht etwas mehr sogar, und anderer Ort, also statt wo waren wir letztens, in München, jetzt im Westen. Was bedeuten diese zwei Änderungen für dich? Ist das eigentlich egal oder hast du irgendwo schon gemerkt, mehr Leute bedeutet irgendwie unpersönlicher oder ja, also was auch immer? Persönlich ist die Fahrzeit etwas geringer, aber das ist jetzt ein rein persönliches Ding. Ich hatte jetzt auch mit München da jetzt nicht so viel Schwierigkeiten, aber von Menschen, auch wenn es so viele neue waren, hat sich das doch ganz gut eingefügt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich da irgendwie zwei Grüppchen gebildet haben und die gar nicht miteinander kommuniziert hätten. Also die Wahrnehmung hatte ich jetzt gar nicht. Da hätte man ja so im Vorfeld so ein bisschen Sorge haben können, dass das passiert, aber im Gegenteil. Also es ist genau das passiert, was eigentlich auf jeder Subscribe oder auf jedem Podlove Podcaster Workshop, wie es damals hieß, passiert ist, dass man ins Gespräch kommt. Ja. Alexander, du hast ja so ein bisschen den Blick, auch die Veranstaltung der Newcomer sozusagen mitgemacht. Kannst du dir vorstellen, ich meine, du hast jetzt natürlich, dadurch, dass du Podstock schon mitgemacht hast und den einen oder anderen hier kennst, kannst du dir vorstellen, dass man hierher kommt und nirgendwo andocken kann, dass man sozusagen so als Insel durch das Ganze durchläuft und am Ende nach Hause geht und enttäuscht ist sozusagen? Es wird einem schon sehr schwer gemacht. Also, dass das passiert. Ja, genau, okay, genau. Ja. Weil überall immer Leute sind, wenn du alleine sitzt, dann setzt sich irgendwann jemand zu dir und spricht mit dir und kommt mit dir ins Gespräch und dann hast du schon einen ersten Anknüpfungspunkt. Dann gibt es ja auch jetzt hätte ich fast erst die Veranstaltung gesagt, sorry. Also die Newcomer-Veranstaltung, wo man sich eben einmal hinsetzt und auch wenn man niemanden kennt, dann hört man die ganzen Themen und denkt sich, oh Mann, das Thema finde ich interessant, mit dem spreche ich mal. Oder zum Beispiel in meinem Fall war es jetzt auch der Fall, dass über Slack dann geschrieben wurde, hey, irgendwer wollte einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit machen, lass uns doch mal zusammensetzen. Also das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwer, hier wieder alleine und einsam nach Hause zu gehen. Okay. Ich hatte eine Rückmeldung bekommen aus der Einführungsveranstaltung, dass da so etwas, sagen wir mal, robuster Ton geherrscht habe. Also jetzt nicht so besonders warmherzig und macht alle, was ihr wollt, sondern nein, ihr müsst das beachten und dieses und bei der Vorstellungsrunde streng auf die Minute geachtet. Da waren so ein paar, die rausgekommen sind und gesagt haben, ui, wenn das mein erster Eindruck von der Subscribe wäre, dann hätte ich aber einen anderen ersten Eindruck als ich es kenne aus der Vergangenheit. Kannst du dir vorstellen, dass das für einige vielleicht ein bisschen vorstellen kann ich es mir schon, aber auf der anderen Seite muss man dann noch immer den Rahmen betrachten, warum das so gemacht wurde und ich finde, das wurde sehr gut erklärt.
dass wir eben nur ein geringes Zeitfenster haben und jeder zu Wort kommen sollte. Und dementsprechend ging es eben nicht anders. Aber das fand ich aus meiner Warte her völlig okay. Aber natürlich, also man möchte nicht, also man wird nicht gerne angeherrscht oder einem wird nicht gerne das Wort weggenommen, aber es war eben notwendig. Und das ist ein paar Mal passiert dann auch? Ja, es ist, also es ist 2-3 Mal vorgekommen, vielleicht auch ein bisschen öfter, das ist immer schwierig zu sagen, aber ich kann es nachvollziehen. Okay, naja gut, das sind dann eben so Sachzwänge, in denen man... Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Was war das denn, das Highlight deines Tages, deines Wochenendes hier, Lars? Mein Highlight? Mhm. Das ist bis jetzt, wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns, aber so, bisher so schwer da eine einzelne Geschichte zu beleuchten. Also was wir gestern schon angesprochen hatten, also einmal kurz tatsächlich in dem Moment, als die Nachrichten liefen, da durch dieses Fenster zu äugen, in dem Studio zu stehen und einmal direkt die Sprecherin bei der Arbeit zu sehen, war schon irgendwie ein Home-Moment. Wobei es erstaunlich ist, dass mich das tatsächlich nochmal so gepackt hat, weil ich meine, das habe ich ja nur auch nicht zum ersten Mal gesehen, aber hier so, das war schon toll. Und was mich sehr überrascht hat, war, was heute ja auch schon ein bisschen anklang, war, dass das Gebäude von drinnen so wahnsinnig schick ist, während es von außen wirklich keine Schönheit ist. Also es ist transparent, es ist hell, es ist... Es ist schön beleuchtet, die Nischen, die es hier überall gibt, jetzt auch im Rahmen der Veranstaltung, finde ich total schön gewählt, die Workshop-Räume sind toll, eine ganz runde Sache. Es gibt sicherlich noch 1-2 Sachen, wo es vielleicht ein bisschen geknirscht hat, wo man auch noch mal irgendwo ein bisschen Nacharbeit machen kann, aber ich finde es eine ganz wunderbare Sache und es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer, eine Sache rauszugreifen. Wobei, eine Sache gibt es immer, die sage ich aber auch jedes Mal, die Leute. Ne? Also den Freitagabend, wo wir da hier an den Tischen gesessen haben, wo dann am nächsten Tag gelötet worden ist oder heute Morgen auch schon wieder an den Tischen saßen, einfach mit den Leuten zu quatschen. Ich habe jetzt 2 Talks erst gesehen und es wird wahrscheinlich auch vielleicht doch ein dritter dazukommen, aber das war's dann. Weil es einfach mit den Leuten der Austausch so toll ist, ja, das ist natürlich ein Highlight. Obwohl das immer so ein bisschen unspezifisch ist. Ne? Also ich nehme das auch mit, auch als Highlight und auch, dass man diese Kontakte hat, dass man ins Gespräch kommt, dass man, wie gesagt, ich hatte hier beim Aufbauen ewig Stunden verbracht, weil zwischendurch kam immer wieder jemand und das ist wunderschön, aber gleichzeitig habe ich so, es ist ja nichts Konkretes, es ist ja nichts Greifbares. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie die tolle Technik gelernt oder den Vortrag so und so wahrgenommen oder den tollen Speaker oder was auch immer, Speakerin, sondern es ist so ein Es ist so ein bisschen schwer zu greifen. Ja, findest du das schlimm? Nee, ich hätte aber gerne ein Wort dafür, irgendwie, dass ich das für mich in meine Schublade schieben kann. Also hättest du jetzt gerne die eine Story, die eine Sensation? Weiß nicht. Aber die kann ich auch nicht liefern. Also für mich ist es halt einfach der Kuschelfaktor, die Leute. Ist das so ein bisschen auftanken auch? Ja. Auf jeden Fall. Ne? Also für mich gehört das zu dem Hobby dazu, auch. Halt auch diese Community und diese Leute zu haben. Nicht sonst aus den Augen verlieren, wieder auftanken, alte genau, Bekannte wieder genau. treffen, neue treffen. Genau, da gehört halt sowas wie Podstock oder der Kongress gehören ja. halt da auch dazu, wo ich halt wirklich bin wegen den Leuten. Ja. Nicht, weil da, weiß ich nicht, irgendjemand irgendwelche Vorträge hält oder so. Das ist wirklich... Aber ein Begriff dafür, greifbar ist das irgendwie nicht. Also ich merke das genauso. Ne? Also ich weiß, ich nehme jetzt ganz viel an positiver Aufladung oder was auch immer mit. Es sind halt vielleicht auch so Freundschaften, die man sonst nicht pflegen könnte oder würde, würde man die Leute nicht regelmäßig bei diesen Veranstaltungen sehen. Ne? Und die Möglichkeit zu haben, finde ich total toll. Ja. Also ich verstehe. Ich finde, es ist so ein bisschen diese, also was diese Atmosphäre so einzigartig macht, finde ich jetzt hier in, also bei Podstock war es so und auch hier ist es so. Es ist so ein konkurrenzfreies, vernetztes, gemeinsames Lernen. Also, dass man zum einen... Ist es wirklich konkurrenzfrei? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil vielleicht sind so unterschwellig dann doch gewisse Dinge, aber wir
Also wir haben eine Chance, irgendwie da drüber zu gucken. Oder eine so. Du nimmst mir die Hörer weg, Attitüde habe ich bis jetzt nirgendwo ich ausmachen auch können. Nicht, also insofern wüsste ich jetzt nicht auch, worin die Konkurrenzsituation entsteht. Weil ich habe auch das Gefühl, die deutsche Podcast-Landschaft besteht auch da drin, so ich erzähle in meinem Podcast, dass ich einen ganz anderen tollen, anderen Podcast gehört habe. Also ich meine, dir muss man das nicht erzählen. Ne? Aber wir das, leben davon. Nein, aber das gehört total dazu, dass man sich darüber freut, dass es eine Gemeinschaft ist und dass andere Leute auch tolle Dinge tun und dass man das weiterträgt und so weiter. Ja. Und ich glaube, das kommt auch in diesen Veranstaltungen total durch. Ich meine, natürlich laufen hier ganz viele Leute rum, deren Podcasts ich noch nie gehört habe und wahrscheinlich auch nie hören werde, aber das ist auch nicht der Punkt. Mhm. Ja? Also wohlwollen, kuscheln, aber trotzdem bewusst auch Unterschiede wahrnehmen und dann auch akzeptieren. So. Würde ich sagen, ja. Wahrscheinlich verkopfe ich das Ganze sowieso gerade fürchterlich. Nehmen wir doch mal unseren Sozialexperten hier, den Sozialexperten. Wie siehst du das denn durch deine nicht technische Brille? Ich glaube, so hat mich noch nie jemand genannt. Wie ich das sehe, ja, also ich finde das auch toll. Das war ja auch ein Grund, warum ich damals gesagt habe, okay, wenn niemand das Podstock weitermachen möchte, wäre das halt ein großer Verlust. Und den habe ich einfach gesehen und deswegen hatte ich mich da damals ja auch versucht dann dran, das weiterleben zu lassen. Das ist schon wieder so, sobald wir beide reden, machen die drei im Hintergrund irgendwelche Faxen. Jetzt kommen wir nicht. Das sind aber andere drei, ich war jetzt nicht beteiligt. okay. Ich sehe das halt aus dem Augenwinkel, tut sich jetzt plötzlich Sachen, ne? Das ist witzig. Nein, mach ruhig weiter, ich wollte es nur... Na, hier kam gerade jemand an, der uns abgelenkt hat. Ah, okay, erfolgreich. Ja, Mann mit Herz, wie man sieht. Ja. Was hat das mit den Herzen auf sich? Entschuldigung. Alexandra, du hast auch eins, ein gelbes. Ja, genau. Ja, Gott, du kannst es und so viel besser. Und warum habe ich keins? Ja, genau. Weil du nicht, jetzt musst du mir einmal ganz kurz helfen, Udo. Das ist mit der dem, Udo. Udo mit dem Hashtag. Es war ein Hashtag, Podcast Liebe, glaube ich, ist der Podcast Hashtag. Liebe, genau. Dann könnt ihr auf Twitter gucken und irgendwer läuft hier rum mit einem ganzen Beutel voller Herzen und verteilt die. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Nee, ich leider auch nicht. Es war spät gestern. Genau. Okay. Und er sagte, wer unter diesem oder mit diesem Hashtag twittert oder veröffentlicht, der kriegt so ein Herz. Und das haben wir dann natürlich gleich gemacht. Haben wir? Ja, also du hast gestern... Ich habe ein Selfie gemacht und es nie veröffentlicht. Ich mach das mal schnell. Du trägst das Herz zu Unrecht. Das kann aber nicht wahr sein. Podcast-Liebe, ja, das ist doch auch wunderschön, wunderschön. Das passt zu den sozialen Dimensionen. Alexandra, noch zu Ende, bitte. Genau, und es sollte, Sie wollten damit die größte Podcast-Hashtag-Reihe Deutschlands lostreten, sagte er gestern. Ah. Mit Podcast-Liebe. Also? Ein Trend sozusagen. Genau, setzen. Er wollte einen Trend setzen. Hat's geklappt? Wissen wir noch nicht. Okay. Ich habe da nicht so den Überblick. Zurück zu den Ausführungen von Sebastian. Er hatte ja angehoben. Ich war schon zu Ende. Ach, er war schon zu Ende? Ja. Der Sozialexperte Ermöglicher. Heute Ghost, aber Etiketten aufgehört. Reicht mein Namensschild bald auch nicht mehr. Was ist denn für dich Highlight? Hast du eins? Oh, habe ich ein Highlight? Also schwierig, aus dem Ganzen ein Highlight rauszunehmen. Also eigentlich die gesamte Veranstaltung wieder. Also ich tue mich da gerade wirklich schwer, da jetzt ein Highlight zu nennen. Alexandra, hast du eins? Oh ja, auf jeden Fall. Okay, lass uns hören. Gestern Abend die ganze Bastel-Session an der ersten Folge und dann auch mit der Veröffentlichung. Also das hat schon wirklich Spaß gemacht und eben auch dieses Gemeinschaftliche dabei. Ich hatte ein Problem und kam nicht weiter und konnte mich dann an Sebastian und auch an Udo wenden, die mir geholfen haben. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich dann gestern Abend auch die Folge veröffentlichen konnte. Und das war einfach, also dadurch auch nochmal ein Gemeinschaftsprojekt und ist einfach toll. Geboren auf der Subscribe-Szene. Ja, meine Güte, was könnte es schöner geben? Eben. Ich möchte noch, Haudi, hattest du dein Highlight? Ich hatte gesagt, dass ich kein Highlight hatte. Ich habe mein Highlight gesagt. Zuckst du gerade? Ja, ich habe noch was, aber das machen wir gleich. Gut, Haudi. Nee, ich hatte ja bereits gesagt, dass ich kein wirkliches Highlight habe. Okay, dann wollte ich ja nicht zum zweiten Mal fragen. Wir alles. Das macht doch keinen Sinn. Alles mach noch eine Runde. War. Jetzt vielleicht? Wer bist du denn eigentlich, Sebastian? Was machst du denn eigentlich hier? Oh Gott, langsam. Man kommt
nach 2,5 Tagen dann doch vielleicht irgendwie so in so einen Modus, wo nicht mehr so richtig funktioniert. Was mich besonders beeindruckt hat. Vielleicht könnte man sagen, das Highlight war, wie herzlich man von allen Leuten begrüßt wurde. Ja. Das ist vielleicht echt ein Highlight gewesen. So, man hat die Leute ein halbes Jahr nicht gesehen und man fällt sich in die Arme. Also das war schon... Das ist schon gut, ne? Ja. Ich würde das sogar noch ein bisschen erweitern. Und zwar auf den Kreis der Leute vom DLF, die hier so herumlaufen. Also der Deutschlandfunk hat ja ein Experiment gemacht sozusagen, hat die Türen geöffnet für diese komische, ja etwas wilde Community. Hier macht jeder, was er will. Hier gibt es keinen Programmchef, hier gibt es keine Senderstrukturen, keine Uhrenvorgaben oder so. Jeder wuselt so irgendwie vor sich hin. Wir behaupten auch Audiobeiträge zu machen, aber wahrscheinlich den Hausstandards nicht entsprechend. Und trotzdem hat der DLF gesagt, wir machen mal. Wir lassen die Türen auf und nach den kurzen Irritationen so am Anfang, die letzten Stunden danach, das war alles so geschmeidig und ich habe das Gefühl, wir sind hier echt mit offenen Armen aufgenommen worden. Ich bekomme gerade eine Wortmeldung. Und das finde ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, weil es beim Bayerischen Rundfunk grundsätzlich auch nicht anders war, aber irgendwie hatte ich DLF nochmal mehr so wie so eine Festung irgendwie vor Augen und wir sind hier so reingelatscht wie, ja, so, hoch, ihr seid da, herzlich willkommen. Also ich fand, dass der Bayerische Rundfunk eher so dieses, jetzt schauen wir mal, was da für Leute sind. Also waren so einige vom Bayerischen Rundfunk, die sehr schon in der Community so ein bisschen drin waren und alle anderen so, was passiert da? Ja. Da hatte ich jetzt hier gar nicht so das Gefühl, also, aber... Dass das geguckt wurde, oder? Ja, ja. Sondern ja, ja. Das ist schon von vornherein... Ich habe den Bayerischen Rundfunk auch als Staatstragender in Erinnerung als jetzt hier den DLF. Witzig, aber ich hätte es genau anders gedacht. So. Okay, Alexandra hat sich brav gemeldet, dann nehme ich die jetzt auch dran. Sie hat auch nicht geschnipst. Woran mir das aufgefallen ist, oder ich mir einbilde, dass es mir aufgefallen ist, waren tatsächlich die Sicherheitskräfte, die hier standen, die gerade am Freitag noch sehr angespannt gewirkt haben und auch gestern früh noch sehr angespannt wirkten. Und dann zum Ende des Abends hat man dann zusammen Witze gemacht irgendwie und hat zusammen gestanden, sich unterhalten. Und da habe ich diese Überraschung am meisten gemerkt, dass man dann so, also ich habe dann auch ein Gespräch heute Morgen mitbekommen, wo sich die Sicherheitskräfte unterhalten haben und dann gesagt haben, boah, hier ganz entspannte Leute, gar nicht viel zu tun. Wir stehen einfach nur da und unterhalten uns nett. Also nicht wortwörtlich, ne, aber so inhaltlich. Also die waren, glaube ich, am meisten überrascht, hatte ich so den Eindruck. Ich wollte einen besonderen Namen erwähnen, den ich mir heute Morgen noch herausgesucht habe. Manfred Ratz ist ein Mensch, also der Manfred, der Manni, der hier so rumläuft irgendwie. Ich habe mir extra nochmal seinen Nachnamen geben lassen, weil ich diese Person, also diesen Menschen besonders hervorheben möchte. Eine ultra coole Socke, der hier wirklich in einer unglaublichen Ruhe, die für die Technik und für die Hintergrundbetreuung sorgt. Ganz groß, also wer immer Herrn Rath hier im Deutschlandfunk mal auf die Schulter klopfen kann, bitte macht das in meinem Namen ganz, ganz deutlich. Manfred, haben wir noch ein Bild dazu? Die werden ihn schon kennen hier. Die werden ihn schon kennen. Jetzt du, Lars. Ja, also die Sache mit der Sicherheit war mir auch aufgefallen und ich hatte mit einer kleinen Sorge auf den heutigen Morgen geblickt, weil man kennt es von der Subscribe, am letzten Tag haben viele, viele Leute schon ihre Taschen dabei, ihre Koffer. Ich habe so ein blaues Monstrum, mit dem ich immer reise, wo dann eben, du auch sagtest am ersten Tag, so Taschen, was ist da drin, wo ist das? Und ich hatte also dann so eine gewisse Befürchtung, dass in so ein Chaos ausbricht, mit Taschen nachgucken, was schleppen die Leute hier in den großen Taschen mit. Nicht nur Tasche auf, Kabelsalat, alles klar, Tasche zu, sondern ne, tägliches Leben, tralala. War jetzt überhaupt gar kein Problem. Und das andere eben die Leute, die jetzt hier nun in ihrem, sagen wir mal, wohl in dem Outfit rumlaufen, was in ihrem Beruf hier ist, nämlich die Anzugträger. Ich meine das jetzt in diesem Fall überhaupt nicht negativ. Mhm. Dass die nach, ich würde mal sagen, man hatte so eine Viertelstunde das Du-Sie-Problem und die waren aber so offen, dass man dann nach kürzester Zeit wirklich bei einem sehr freundlichen Du und einem ehrlichen Du gelandet ist, ohne dass man später nochmal sagte, ja, Sie oder so, sondern das war wirklich ganz toll, wie das gelaufen ist, wie wir uns unterhalten haben. Jemand vom DLF legte gestern
so kongressmäßig einfach sein Handy mit auf den Löttisch. So, ja, ich komme da irgendwann mal wieder. Das hat wer das ja. So, dann musste ich selber, der aber so wohl gesagt hat, hast du vielleicht im Auge drauf, ne? Ich sage, es wird nichts passieren, alles gut. Dann habe ich aber, als ich dann zum Abend weggefahren bin, die Sache weitergegeben und hatte ihm dann im Rausgehen, habe ich ihn dann noch wieder gesehen. Ich sage, liegt jetzt auf dem Tisch und war total happy. Also ganz entspannt, ganz wunderbar. Ja, das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen. Das hatte ich so auch nicht erwartet. Ach, schön. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder möchte noch jemand was ergänzen? Ich möchte eigentlich dich noch eben fragen. Ich mache nochmal einen Bogen ganz zu Anfang zurück. Ja? Was du denn davon hältst, dass es jetzt hier im Westen ist? Ja, ich finde das natürlich ganz... Du hast alle gefragt, aber du bist natürlich auch noch fällig. Naja gut, da ich aus dem Raum Dortmund komme, habe ich jetzt natürlich auch eine gemütliche Anreise von etwas über... 1,5 Stunden oder so. Also das, wenn ich sehr gemütlich reise, ich könnte es auch schneller machen. Und das ist natürlich ganz schön, aber ich habe mir hier trotzdem ein Hotel genommen vor Ort, weil auch 1,5 Stunden pendeln oder 2 Stunden pendeln ist dann so an der Schmerzgrenze, gerade wenn man abends vielleicht um 11 oder 11:30 hier rausgeht. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob dieses Hotel jetzt in Wien, in Zürich, in München, in Berlin oder sonst wo ist. Die Preise sind etwas unterschiedlich. Ne? Aber ansonsten, ich habe mir für morgen Urlaub genommen, weil der Vorjahresurlaub muss eh auf den Kopf gehauen werden. Und dann ist es, ich könnte auch heute Nacht noch bis nach Wien fahren oder so, wäre auch okay. Du bleibst heute noch hier? Also nee, die nächste Nacht oder fährst du heute Nacht zurück? Ich fahre heute zurück. Also, ich bin ausgecheckt aus dem Hotel, bin jetzt wieder. Nee, ich fahre morgen zurück. Du bleibst noch? Ja. Noch gemütlicher? Ja. Ja. Ja, das war auch bei der Bahn dann günstiger. Ah ja, genau. Ja, klar, Motormorgen. Das war deutlich. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, hast du denn schon von deinem Highlight erzählt? Auch nicht, ne? Ja. Das doch, Highlight doch. Ist im Prinzip die Aufnahme hier im Haus. Also wie der DLF mit uns. Wilder Truppe, so wie die halt so umgegangen sind. Und diese, also gerade Manfred, diese ultra coole Aufnahme, also das ist... Und die Security, die ich auch schon an anderen Orten, als genau wie du es beschrieben hast, als eher streng und verhindernd oder sowas. Also. Ja, aber da war beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, ist mir gar keine Security überhaupt erst aufgefallen. Ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, das ist schon so länglich her. Aber gut, ich war jetzt nicht bei der 9, sondern nur bei der 8, aber... Ja. Ja. Das sind halt Auflagen, die im Haus gemacht sind. Ne? Security muss her und muss irgendwo einer an den Eingängen stehen. Ja, das ist ja auch richtig. Also, aber wie gesagt, eben dezent. Also dieses Dezente. Ja. Die sind da. Ich glaube, die würden auch im Zweifelsfall natürlich durchgreifen. Das ist auch richtig so. Aber sie verhindern nichts. Sie stören nicht. Die Diskussion läuft hier. Okay, insofern passt das eigentlich. Passen wir gut in den DLF, ne? Ich würde gerne wiederkommen. Ich wie auch, ist das bei dir, Lars? Auch? Ja. Roddy? Alles gut. Alexandra? Ich wäre mal für Subscribe in der Elfle-Harmonie. Da ist der Weg so schön kurz. Okay, hast du Kontakte? Udo hat Kontakte. Zur Elbphilharmonie? Ja, Udo arbeitet da ab und zu. Okay. Der macht für die Videoaufzeichnungen. Dann sag doch Udo mal bitte Bescheid, er möge sich doch mal darum bemühen. Wir arbeiten dran. Aber du kämst auch nochmal nach Köln? Ja, natürlich. Okay, Sebastian? Ja, gerne wieder. Gerne wieder? DLF, gerne wieder? Hm, ja. Schließe ich mich an. Mal gucken, wo die Subscribe 11 dann irgendwann landet, das große Raumschiff Audio-Podcast. Gut. Beschließen wir die Runde. Ich danke ganz, ganz herzlich allen, die hier mitgewirkt haben. Ja, vielen Dank. Roddy, die beliebte Stimme zu hören, immer wieder in der Freakshow. Und Alexandra, die demnächst mit dem Ankerblatt oder jetzt gerade gestartet hat und da auch zu hören sein wird. Dir ganz viel Erfolg mit deinem Projekt. Und vielen Dank, dass du nachhaltigen da Erfolg würde ich dir sogar wünschen. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Super, freue ich mich. Und danke an Sebastian und Lars. Natürlich. Ja. Und dir danke. Achso, ich soll noch eins sagen. Ah, wir haben ja gestern über die Orga-Crew vom Subscribe 10 gesprochen. Claudia war da, hat über die Orga-Crew gesprochen. Und es wurde dabei außer Acht gelassen, dass Sebastian ja auch zur Orga-Crew gehört. Es wurde aufgezählt, wer all das zugehört. Ne? Und Sebastian fiel hinten runter. Das fiel hinterher auf und das ist als Erratum noch heute unbedingt nachzureichen.
Du auch Orga? Auch nur, aber nur einen ganz kleinen Teil. Wie also. Immer. Wie immer. Okay, aber wie du wärst Podstock, nicht ne? da. Wie du wärst nicht da. Ein bisschen mehr. Auch nur ein bisschen. Okay, alles klar. So, mit diesem bisschen Fame gehen wir dann raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.